So Leute, da bin ich mal wieder mit einer kleinen Information, was den guten Harley Quinn-Skin betrifft und was die Comics betrifft. Ich habe mal wieder die Infos bekommen, dass Panini jetzt auf ihrer Internetseite quasi die erste Ausgabe von dem Comic verkauft, allerdings nur im Vorverkauf. Hier mal ganz kurz, damit ihr wisst, um welchen Stil es geht von Harley Quinn. Ich denke aber mal, man bekommt nicht nur den Stil, sondern wenn man Harley Quinn noch gar nicht hat, sollte man eigentlich den kompletten Skin bekommen. Aber wir gucken uns das jetzt nochmal genau an, was bei Panini selbst steht. So, dann sind wir hier nämlich im Warenkorb. Ihr seht, das Ganze kostet 5 Euro, aber es kommen halt noch Versandkosten dazu von 2,50 Euro. Solltet ihr allerdings über 10 Euro bzw. ab einem Warenkorbwert von 10 Euro versendet Panini das halt versandfrei. Heißt, bestellt ihr euch zwei, reicht das immer noch nicht, weil dann seid ihr genau bei 9,98 Euro. Also rein theoretisch müsstet ihr euch schon drei bestellen. Und können diese halt dann in Anführungszeichen weiterverkaufen, was auch immer. Weil die Frage ist auch, was ich mich natürlich auch selber frage, wo bekommt man die? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es die im normalen Zeitschriftenhandel gibt. An Tankstellen eventuell, aber ist natürlich auch weit hergeholt. Also es wird, glaube ich, schwer sein, da überhaupt dran zu kommen. Und dann, falls wir nochmal einen Lockdown bekommen, sowieso. Also lieber zu früh als zu spät. Denkt dran, 5 Euro mit Versandkosten und das Ganze erscheint allerdings erst am 20.04. Jetzt ist natürlich die Frage, schicken die das erst am 20.04. raus, weil hier steht nämlich auch Versandkosten, die Dauer ist circa 5 bis 7 Tage. Also es kann natürlich auch sein, dass es dann erst am spätestens 27.04. kommt. Weiß man natürlich nicht genau, aber ich denke mal mit DHL, die werden einige Bestellungen jetzt reinkriegen. Also lasst euch da auch nicht zu lange Zeit. So, was gibt es noch? Jede Ausgabe hat halt einen Zugangscode zu im Game, also einen Zugangscode zu Extras im Game. Nur mit der ersten Ausgabe bekommst du den Early Access Code zu einem Harley Quinn Outfit. Ja gut, wenn es ein Outfit ist, dann sollte man wahrscheinlich den Skin schon haben. Aber ich denke mal, Epic Games ist ja nicht dumm. Dann hauen sie wahrscheinlich am 19., 20., 21. den Harley Quinn Skin wieder raus. Und der bleibt dann erstmal ein paar Tage drin. Erinnert euch einfach an meine Worte, wenn es soweit ist. So, hier nochmal alles zusammengefasst. Das Comic hat halt 36 Seiten. Ist es eine Serie? Ja, denn wir bekommen insgesamt 6 Hefte. Einmal erst einen Monat später, dann 2 Wochen später. Und wenn man halt, wie gesagt, diese ganzen Hefte dann hat, kann man den Code dann irgendwie nochmal zusammenfügen? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze mal, da wird dann bei Epic Games noch speziell irgendwas kommen, wo du dann alle 6 Codes eingeben kannst und dann bekommst du noch diesen Batman-Skin. Weil es ist ja Batman und Fortnite. Also von Batman selber, aber Kooperation mit Fortnite. Und in der ersten Ausgabe bekommen wir das Harley Quinn-Outfit. So, die Zugabe ist halt wie gesagt der Code. Die Charaktere, die im ersten Comic vorkommen, sind halt Batman, Catwoman und Harley Quinn. Aber ich denke mal, ich wette, 90% werden dieses Comic kaufen und es nicht mal lesen. Aber ich sag euch, ich werde es lesen. So, schreibt mir in die Kommentare, wer es auch lesen würde. Und dann würde ich sagen, erstmal danke, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und wie gesagt, ich würde halt echt an eurer Stelle hingehen und 3 kaufen. Ihr werdet noch 2 Leute finden, die euch das abkaufen. Glaubt mir. Ihr könnt das Heft behalten und den Code könnt ihr weiterverkaufen. Nur so als kleiner Tipp. Denkt nur an Pokémon und hast du nicht gesehen. Genauso wie damals mit der Pickaxe. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Wer mich gerne unterstützen will, gerne Creator-Code benutzen. YT-Family. Ich habe ihn extra mal eingeblendet. Dann, ihr wisst, ich habe dieses Millionen-Video. Das kam ganz am Anfang, oben rechts. Gerne auch da Support da lassen und wer halt irgendwie mal Langeweile hat, einfach meine Emote-Playlist durchlaufen lassen. Guckt euch einfach mal an, was für Emotes wir alles schon so hatten. Ich werde dann in Zukunft mal so ganz langsam alle Emotes hochladen. Wie gesagt, auch das unterstützt mich. Ist immer nur eine Minute. Wenn ihr 10 Minuten Zeit habt, lasst es einfach laufen. Und in dem Sinne sage ich schon mal danke für den Support und euch viel Spaß heute noch und haut rein.